Wir schauen uns heute gemeinsam zwei sehr spannende Dividendenaktien an. Das erste Unternehmen ist bei mir bereits im Depot drinnen und hier möchte ich unbedingt einen Nachkauf machen, weil hier echt viel Druck im Kessel drinnen ist. Und wenn der ganze Druck mal abgelassen wird, erwarte ich mir einfach einen brutalen Kursaufschwung am Ende des Tages. Und das möchte ich euch heute erklären, warum das so sein könnte, wohlgemerkt. Und natürlich auch herzlich willkommen hier aus Thailand. Ihr seht es hinten dabei. Es ist brutal windig. Ich hoffe auf jeden Fall, das neue Mikrofon tut einfach einen geilen Job hier, dass ihr nicht nur einen geilen Hintergrund habt, sondern auch eine geile Tonqualität. Einfach gerne mal ein Feedback da lassen. Und ja, natürlich das zweite Unternehmen feiere ich einfach schon mal allein wegen dem Namen ab, was das Unternehmen hat. Aber auch hier steckt viel Potenzial drinnen. Das Unternehmen ist noch nicht ganz günstig bewertet an der Börse, aber hier läuft der Aktienkurs gerade mir entgegen, dass ich hier meinen Erstkauf machen kann. Und das erste Unternehmen, würde ich sagen, fangen wir an, und zwar ist es Bayer. Ja, hört es an mir auf, Bayer hat sich einfach mit der Übernahme von Monsanto selbst einfach so viel unnötige Schwierigkeiten ins Unternehmen reingeholt, aber ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten ein, zwei Jahren dieses ganze Thema Monsanto abschließen können und hier steckt einfach extremst viel Druck im Kessel drinnen. Warum denke ich das oder vermute ich das? Und zwar im Jahr 2022 hat man hier jetzt einen Umsatz von über 50 Milliarden Euro, eine Nettomarge von über 8% und das soll man im Jahr 2023 dann auf über 10% Nettomarge steigern können und im Jahr 2024 auf 11,5%. Auch der Umsatz soll noch peu à peu nach oben gehen. Die Bewertung hier vom KGV sieht schon mal interessant aus. Das KBV sieht auch interessant aus. Also grundsätzlich gefällt mir hier einfach die Situation sehr gut. Jedoch muss man halt einfach auch immer das Ganze mit dem Thema Monsanto beobachten. Und wenn ich dann Aktien kaufe, mache ich das natürlich über einen Zero Broker, den benutze ich seit 2019, habe hier noch nie Gebühren bezahlt und du kannst davon natürlich auch profitieren, einerseits zukünftig auch keine Gebühren mehr zu zahlen und du kriegst mit dem Link unten in der Videobeschreibung eine Gratis-Aktie und mit dem Code HOLLY2022 noch zusätzlich 25 Euro Bonus. Also ich würde sagen, das ist mal wirklich etwas, was sich wahnsinnig lohnt für Neukunden, hier einfach vorbeizuschauen, sich die Gratis-Aktie abzuholen, die 25 Euro Bonus. Und da ist nochmal ganz kurz der Hinweis, die ersten 30 Tage musst du einmal Aktien kaufen. Wir schauen uns jetzt aber auch gleichzeitig die Nettoverschuldung an, weil die ist schon auch verhältnismäßig hoch bei Bayer. Über 34 Milliarden Euro in diesem Jahr, aber bis ins Jahr 2024 soll man die angeblich auf unter 29 Milliarden Euro abbauen können. Aber da ist einfach immer der Hinweis, immer wieder drauf schauen, was dann tatsächlich Fakt ist. Gleichzeitig soll man in dem Zeitraum den Free Cashflow erhöhen. Also grundsätzlich gefällt es mir einfach gut, Bayer, aber die Gefahr ist immer mit Monsanto, deswegen müssen wir uns natürlich auch den Aktienchart anschauen. Und wir haben es ja gesehen gehabt im Jahr 2022, Anfang des Jahres, wie schnell dann dieser Druck entladen worden ist. Von 45 Euro ging es auf, jetzt muss ich etwas genauer hinschauen, auf über 65 Euro hoch. Da reden wir halt einfach schon mal von fast 50% Kurs plus. Jetzt stehen wir wieder bei 48 Euro. Ihr seht es, die rote Kerze zum Schluss. Wie hier ging es jetzt in den letzten Tagen wieder peu à peu nach unten. Ich habe mir hier eine Kaufrange bei 45 Euro gesetzt. Da möchte ich gerne nachkaufen. Wir sind jetzt gerade bei 48 Euro. Also unter 45 Euro für mich und mein Depot wahnsinnig interessant. Natürlich das Risiko muss man jeder individuell für sich selbst abwägen. Ich habe hier auf jeden Fall einen langen Zeithorizont auch mitgenommen. Das heißt einfach über Jahre hinweg, 3 bis 5 Jahre, gegebenenfalls eben auch kurzfristig, wenn da wieder so eine Explosion kommt, dass ich dann auch eventuell Teilgewinne mitnehme. Und zuletzt habe ich ein spannendes Video vorgestellt und da war das Feedback ultra gut. Gerne oben mal in der Infobox reinschauen, weil auch hier steckt sehr, sehr viel Potenzial in dem Unternehmen drinnen, was ich euch vorgestellt habe. Und ja, das letzte Unternehmen bzw. das zweite Unternehmen ist Reckitt Benckiser. Mit meiner Leserechtschreibschwäche tue ich mir ja immer schwer, solche Namen auszusprechen. Ich habe das extra gegoogelt und nachgeschaut, wie man das ausspricht. Und Reckitt Benckiser ist halt irgendwie, keine Ahnung, ich feiere das halt voll ab, den Namen, gell? Also es könnte ja auch Coca-Cola heißen, aber nein, es heißt Reckitt Benckiser und ja, da bin ich halt vielleicht ein bisschen eigen auf jeden Fall, ihr merkt es ja schon. Ja, auf jeden Fall sind wir hier im Hygiene, Healthcare und Nutrition Bereich unterwegs, sprich Haushaltsreinigungsgeräte bzw. Haushaltsreinigungsprodukte und Körperpflegeprodukte. Meines Erachtens ein sehr, sehr interessantes Produkt, weil die auch zum Beispiel große Marken mit dabei haben, wie Wizard, Eric und so weiter und so fort. Also
sollte man sich definitiv mal etwas genauer anschauen, weil sowas, das sind halt Verbrauchsgüter und so Verbrauchsgüter brauchst du halt immer wieder und das sieht man halt einfach auch an dieser gemütlichen Umsatzsteigerung. Im Jahr 2019 hat man noch 12,8 Milliarden Pfund erwirtschaftet bzw. an Umsatz erzielt, so sind wir im Jahr 2022 bereits bei 14,4 Milliarden Pfund. Das Ganze soll man dann in 2 Jahren auf 15,59 Milliarden Pfund steigen können. Hinzu kommt natürlich, dass die Nettomarge dieses Jahr brutal gut ist mit 17,2% und auch die nächsten Jahre bei gut 16% liegen sollte. Die Dividende ist gedeckt, auch bei Bayer ist die Dividende aktuell gedeckt, also das ist auch schon mal etwas, was mir sehr gut gefällt. Von der Bewertung her habe ich ja auch gesagt gehabt, das Unternehmen ist noch nicht so richtig günstig bewertet. Dieses Jahr mit einem 16,6er KGV, nächstes Jahr 16,9er KGV und auch das Jahr darüber hinaus 15,6er KGV. KGV ist etwas günstiger auf den ersten Blick, aber hier ist auch kurz der Hinweis, hier hat man einen Sonderfall, es werden jährlich etwas mehr Aktien ausgeschüttet. Das ist ja natürlich für uns Investoren jetzt nicht ideal. Ja, wie schaut es denn sonst so aus? Natürlich, mein Blick geht natürlich auch immer auf die Nettoverschuldung. Es liegt einfach daran, falls das jetzt jemanden interessiert, warum ich mir die Nettoverschuldung immer so gut anschaue. Ich habe das ein, zwei Mal nicht gemacht gehabt in der Vergangenheit und die Kennzahlen von den Unternehmen waren wahnsinnig gut. Ich habe investiert, habe Lehrgeld bezahlt, habe viel Lehrgeld bezahlt in diesem Moment und in diesem Stadium, wo ich damals war. Und seitdem war das für mich ein Learning, so, Digga, schau dir einfach diese verdammte Nettoverschuldung an, weil das sagt einfach viel über das Unternehmen aus, wie die wirtschaften und vor allem jetzt bei steigenden Zinsen, wie das auch in Zukunft dann dementsprechend sein könnte. Zur Nettoverschuldung, die wird peu à peu abgebaut. Das ist auch natürlich etwas, was mir gefällt. Und gleichzeitig wird der Free Cashflow aufgebaut, also rundum auch hier eine sehr, sehr schöne Situation, weil man natürlich auch eine etwas höhere Dividendenrendite aktuell hat. Gegenüber dem Durchschnitt und von der Bewertung her etwas unterm Durchschnitt liegt. Aber ich habe auch schon gesagt gehabt, das Unternehmen ist aktuell nicht ganz günstig bewertet. Ich habe sie daher auf der Watchliste und zuletzt ging sie auch schon wieder um 10-15% nach oben. Das hat man jetzt schon wieder fast abgebaut und im Idealfall würde ich hier eine erste Tranche kaufen, wenn wir so Richtung Corona-Tief laufen. Das heißt aber nur, weil ich das möchte, dass das nicht oder dass das passiert. Ich habe, wie gesagt, das ganze Unternehmen auf der Watchliste, habe mir hier einen Preisalarm unter 61 Euro gestellt. Mal schauen, ob das passieren wird. Und ab da wird es dann einfach relativ interessant für mich und mein zukünftiges Investment.